Hast du Pilze abgeschossen oder wie sieht's aus? Nein, ja, dass man einfach so, wenn man längere Pausen hat, dass man, das ist bei Spielen immer so das Problem, dass halt, ah, okay. So ein Finisher-Move, der nichts bewirkt hat. Wunderbar. Dass man, wenn man länger nicht gespielt hat, das hatte ich sehr oft auch bei Dragon Age Inquisition, wo ich noch jünger war und das frisch rausgekommen ist, hatte ich immer das große Problem, okay, ich habe irgendwo smits im Game aufgehört. Weiß jetzt nicht mehr, was war mein Charakter, wie, was für ein Gefühl wollte ich mitnehmen. Und dann war es einfach so, okay, ich beginne wieder von vorne. Und das hatte ich mehrfach. Vor allem bei Skyrim, ganz am Anfang, war das eine komplett neue Genre für mich war, dazumals, 2011. Und es war geil, aber ich hatte irgendwie nur den Anfang gespielt und dann war es blöd, weil irgendwie ich einen Huhn attackiert hatte und dann das ganze Dorf, also Flusslauf war das, dann auf mich losging und das war ja dann blöd. Weil du sollst ja alles töten können. Wie fröhlich man da auch immer ist. Ich mache da mal ein wenig Kräuter-Omi. Und das war dann einfach für mich ein gewaltiger Negativpunkt und ich hatte es immer wieder angefangen. Also mir hing nichts mehr raus als der Anfang von Skyrim, weil ich diese Pferdekutschen-Szene bis nach Flusslauf runter so häufig gespielt habe und ich musste mich einmal wirklich durchzwingen. Ja, ich musste mich wirklich wortwörtlich durchzwingen, diesen Anfang zu überstehen und weiterzumachen und dann kam's. Und das denke ich mir, wird auch ein wenig bei Starfield so sein, dass man doch ein gutes Spiel hat, aber es halt einfach. Also, ich habe ja nur das gespielt, was auch im Let's Play gezeigt wurde. Mehr hatte ich wirklich nicht gespielt. Ich habe es bis jetzt nicht mehr wieder angerührt, weil das halt einfach so. Ja, du hast so viel Offenheit und es war, es war nicht leer, aber es war der Inhalt, den sie geboten haben auf die Größe der Spielwelt, war dann doch leer. Versteht ihr, wie ich es meine? Und das hat dann einfach so, nee, mag ich nicht. Ich meine auch hier, das hatte ich in Dragon's Dogma, jetzt hier in dem Let's Play, werde ich wahrscheinlich auch im zweiten Teil noch auch wieder haben, dass einfach der Anfang seine Zeit braucht. Oh, ich müsste Raben noch haben. Die Raben zu fangen, beziehungsweise abzuschießen. Ah, ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Optionen gibt im Sinne von.
Aber die kann ich eigentlich noch zumachen. Sagen kann, okay, greif mir den an, wenn du zum Beispiel ein Gnarkämpfer bist. Weil Raben, ich weiß nicht, ob ich den hier fertig kriege. Weil das einfach, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich lang muss. Ist auch schon ein Weilchen her, dass ich hier war. Irgendwo musste ich einen Baumstamm finden. Jojo. Tausend nehmen wir gerne, aber es ist das falsche Eckchen der Karte. Ich glaube, ich musste. Gab es hier oben über den Felsen? Wenn es mich jetzt nicht alles täuscht. Kann sein. Sicher bin ich mir nicht. Weil da die Krähen, die würde ich gerne. Ja. Sagen, okay, greift mir mal die Krähen an. Genau, hier sind wir richtig. Weil hier haben wir zum Beispiel genau die Pilze und den Geldbeutel. Dann kommen wir hier zu der Vogelschrecke oder Menschenschrecke hier. Da das Amulett, das... Weil das zum Beispiel ist wieder was. Das greifen sie, sobald die Gegner weg sind, automatisch an. Und ich würde mir das wünschen, wenn man die Quest auswählt. Kann ich ja mal probieren, ob das vielleicht geht. Weil das habe ich jetzt nicht probiert. Königslorbeer. Jetzt haben wir schon 4, also das läppert sich schon mit der Zeit, einfach langsam. Ach, hier sind noch Spinnen. Ja, da kommen jetzt irgendwie Wölfe aus dem Nichts. Da sind immer noch die Spinnen am... Irgendwo ist da noch eine Spinne, genau. Ja. Juckende Nase. Ich sammle da eher weniger was auf. Ich möchte Königslorbeer und das ist hier unten durch. Also ich habe ihn bis jetzt nur dort gefunden. Ja, ich mag mir einiges merken. Zwar meistens nie das Wichtige, zum Beispiel worüber ich rede. Da habe ich sehr oft Probleme, dass ich da dann einfach das vergesse. Was für ein Thema ich eigentlich angeschnitten habe. Runter, 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 runter. Mich nimmt es dann vor allem Wunder, wie dann in Dragon's Dogma 2 die Dunkelheit ist, ob die auch wirklich so markant ist, wie ja die Anspielberichte, die ich gesehen habe, das verheißen. Schweinchen. Beeststeak. Galopp, galopp, galopp.
Es sind Erfahrungspunkte. Gehen wir mal hier hin. Da hat es doch mal so einen Schweini. Könnt ihr das angreifen? Nein. War mal, hatte ich nicht. Nö. Das wollte ich jetzt gerade schauen. Ich meinte, ich hätte mal noch ja einen Stab gehabt und habe ja hier hinten mal ein wenig probiert mit dem Magierstab, der aber leider die Zielgenauigkeit eher Richtung Boden gelenkt ist. Also wie das ganze Kampfsystem ist, wo sie alte Stärken beibehalten haben und hoffentlich auch neue Stärken. Wer ist denn das? If it isn't the Arisen, what brings you to such a place, sir? Wenn das nicht der Erweckte ist, was führt euch an einen solchen Ort? Myself, I've come to rest from my travels, though it seems I've chosen the wrong place for a leisurely stroll. Ich selbst bin gekommen, um mich von den Strapazen der Reise zu erholen, auch wenn dies keine gute Wahl für einen entspannten Spaziergang zu sein scheint. Okay. That slate you carry looks like aught of value or scholarly interest at the least. Die Tafel, die ihr bei euch tragt, sieht aus, als wäre sie wertvoll, zumindest für die Wissenschaft. If you want those strange writings read, you best seek a man of letters. Wenn ihr diese seltsamen Zeichen entziffert haben wollt, dann sucht am besten einen Gelehrten auf, einen Priester vielleicht. Helping the masses is their calling after all. You'll likely get your information and free of cost at that. Dem Volk zu helfen ist schließlich ihre Berufung. Dort werdet ihr wahrscheinlich eure Informationen bekommen, und zwar ohne Entgelt. It would be my pleasure to help you myself, though I fear my rates are a bit higher. No, as you like then. Es wäre mir zwar eine Freude, euch persönlich zu helfen, aber meine Gebühren sind etwas höher, fürchte ich. Nein, nun, wie... Nein, nun, wie ihr wünscht. Haben wir nochmals irgendwo einen Kraut? Und jetzt bin ich natürlich schwerst überladen. Gut, hat ein Kollege mitgenommen. Ja, dann schauen wir mal, ob der gute Kollege uns das übersetzen kann. Ich würde gerne das übergeben an Leonard. Hallo? Übergeben. Übergeben. Leonard. Wieso hat er da die Waffe nicht genommen? Er hätte sie ja nicht ausrüsten müssen, er hätte nur... What the fuck? Ah, der ist echt gerade gut. Nein. Nein. Why not bring that slate to a man of the cloth, sir? Might be they could decipher it. Warum bringt ihr diese Tafel nicht zu einem Mann des Glaubens her? Er könnte es möglicherweise entziffern. Don't let me keep you. I've a mind to rest here a while longer.
Ich möchte mir... Jetzt habe ich komplett falsch angefangen. Ich will euch nicht länger aufhalten. Mir steht der Sinn danach, noch ein wenig auszuruhen. Ja, vielen Dank. Jetzt, warte mal. Das habe ich natürlich... Stahlklartig. Wirksamer Grünlattig. Grünlattig. War das hier irgendwo? Habe ich da nicht Königslorbeer aufgenommen? Drei von fünf. Und ich meinte, ich hätte nochmals. Hier findet ihr verschiedenste Angebote. Offenbar gibt es ein besonderes Bier, das eine Hexe einiges für den Herzog aus... Jetzt müssten wir wahrscheinlich nochmals das holen bei Nacht. Oder nochmals ein paar Tage später. Um dann das Königslorbeer-Bierdestillat zu kriegen. Weil ansonsten gibt es das nicht hier in der Gegend. Jetzt muss ich... Hilfe. Menüsteuerung. Also das würde ich gerne ausgerüstet haben. Gespenster. Seelenschnitterschlucht. Habe ich das irgendwo Umgebung? Katakomben. Hier oben war ich noch nicht. Grenzkavernen. Ah, das war hier durch den durch das Tor in den Dungeon und hier unten rein. Ja. Hier oben gibt es noch einiges. Dann müsste ich mal hier, da erkunden, hier erkunden, hier noch und hier. Seelenschnitterschlucht. Haben wir da nirgends? Die Abtei. Blauen Mondes. Nö, wie es aussieht, nicht. Ach, Menno. Jetzt möchte ich eigentlich gerne... Ah, und was ich noch... Ich mach mal da. Also, Gespenster in West Grenzes. Das ist wahrscheinlich die. Und wo finden wir das? Eine Schar von Tome hat sich im Wissen eingenistet. Bringt sie zur Strecke, bevor sie den braven Leuten von Grenzes Schaden zufügen. West Grenzes. Gesalbter Hammbringer. Ewiger Riesenfisch. Da müsste ich einfach im Meer Riesenfische. Ich meinte, jetzt muss ich... im Inventar schauen. Glaubst, den habe ich, wie es aussieht, habe ich das liegen lassen. Nö. Also verloren für immer nicht. Also
Mein Orientierungssinn ist jetzt nicht der ausgeprägteste, aber doch ganz okay, würde ich sagen. Ja, was machen wir dann? Gespenster kreieren. Wir könnten die Chimären noch. Wir könnten noch die. Sagt's mir. Den Kollegen. Golem. Das könnten wir noch schauen. Und dann müssen wir das mit dem Kräuterbier. Ich müsste eigentlich nach Gran Soren zurückkehren, damit wir das fertig kriegen. Das sind zwar Golems, aber die machen nichts mehr. Ist irgendwie eigentlich, finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Ja, da müssen wir eigentlich nach Grand Zorn zurück. Ich könnte aber nach Kasadis und dort mal abgeben. Den Stein, weil das ist ja näher gelegen, Casardis. Dann könnte ich die Flaschen mitnehmen für den Riesenfisch. Könnte. Ich bin mir im Kopf am Zusammenlegen, was wir am geschicktesten wie machen. Also Casardis auf jeden Fall, damit wir den Stein weg war. Der ist 15 Kilogramm schwer. Das ist doch sehr eine hohe Tragelast, die mir weggenommen wird. Ein Zweihänder. Da unten ist auch schon Kasardis. Hallo. Und weg. Die Hasenjagd haben wir bestanden schon mal. Die Krähen. Boah, das wird. Da müsste ich mir wahrscheinlich irgendwann mal einen Stab noch holen. Und einfach mit dem ein bisschen auf Krähenfang gehen, damit wir den einfach noch weg haben. Einmal hier in Casadis. Hallihallo. Dann würde ich mal Lager verwalten, einlagern. Den kann ich noch dabei lassen. Das kann ich mal einlagern. Materialien sowieso immer gerne. Nein, jetzt muss ich dann das auslagern noch. Die Kräuter. Der behält es ja eigentlich noch recht frisch. Und da den. Jetzt da Materialien einfach mal einlagern. Gut.
Suche Medaillons mal einlagern. Die kommen weg. Das kommen alles weg. Und weg, genau. Entnehmen. An Marvin mitnehmen, genau. Kombinieren brauche ich nicht. Das würde soweit gehen. Dann jetzt mal verkaufen. Hallo. Hallihallo. Dann würde... Ich habe die dabei. Ach, war man, das ist doch... Ja. Jetzt habe ich das Falsche angeklickt. Verkaufen, das war's. Den... Den... Den und den... Die kann ich eigentlich... Den noch... Ach, das ist Lager. Okay, nein... Da machen wir das natürlich nicht. I only wish I had more to offer. You're always welcome here. Jetzt, was ich natürlich noch machen kann. Einmal kurz für 50 Pennen. Und zuerst muss ich noch etwas... Nein, ich kombiniere. Ich würde gerne entnehmen Werkzeuge. Genau hier. Und zwar 10 Stück. Den Rest bleibt mal hier drin. Genau. Dann würde ich gerne einmal bis am Morgen. Dann sind wieder alle geheilt. Ah, herrlich. Man das noch mitnehmen. Da hat es wieder Aufträge, Leibwache gesucht. Noch nicht. Gesucht um Eskorte, Marin, Geo-Echsen, Beweislast. Von den Beratern des Herzogs an denjenigen, der den Titel des Erweckten beansprucht. Wir haben eure Unverschmähtheit vernommen und benötigen jetzt einen Beweis, dass ihr der Gnade des Lindwurmkönigs würdig seid. Könnt ihr diesen nicht erbringen, werdet ihr wie das unkultivierte Geschöpf zur Strecke gebracht, welches ihr seid. Begleitung mach ich... Erfüllt euren Auftrag? Ja, ja. Jetzt mal kurz angeln gehen. Oi. Vielleicht gibt es hier Riesenfische. Soll sie in Grand.